Moin Leute, wir gehen direkt wieder rein in die Open Beta. Musste kurz pausieren, deswegen müssen wir noch mal kurz ein paar Schritte laufen. Aber ich habe halt immer noch nicht geguckt, wie wir unsere Skelettkrieger wieder kriegen. Ich habe auf jeden Fall nicht rausgefunden, ob das irgendwie ein Bug ist oder wie auch immer. Deswegen müssen wir gleich noch mal schauen an unsere Fertigkeiten. Wir standen aber zum Schluss hier vor und wollten hier rein. Achso, ja, wir können auch direkt wieder alles neu looten, das ist natürlich cool. So, aber ich würde halt gerne meine Skelette wieder mitnehmen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Weil im Endeffekt kann das doch nur hier Buch der Toten sein. Shift-C, Shift-C. Und ich kann ja hier auch nichts anderes auswählen, ne? Ihr könnt einen zusätzlichen Plänklerkrieger auferstehen lassen, ja. Skelettdiener. Jetzt mal, wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt, ist der nächste Angriff Plänklerkrieger ein kritischer Treffer. Ein kritischen Treffer, ja. Aber wie kriege ich es da unten reingezogen? Weil die Sachen könnte ich ja jetzt einfach da reinziehen, aber wo ist meine Fähigkeit zum... Fähigkeit zu... Ah, okay. Da ist es. Planktonkrieger, alles klar. Alles klar, wir haben es gefunden. Gut, so. Können wir das hier nutzen? Nein, das können wir nicht nutzen, ne? Okay, gut, alles klar. Dann gucken wir mal, was hier im eiskalten Keller abgeht, wa? Oh, okay. Okay. Na, nicht wieder drin stehen bleiben. Also Eis ist genauso fies wie sonst auch. So. Okay, also wir haben jetzt 5. Okay, mehr ist hier gar nicht im eiskalten Keller. Das war's schon. Versteckt sich nicht mal eine Kiste? Das ist ja ärgerlich. Aber egal, wir haben unsere Skelettkrieger wieder. Das ist schon mal gut. Dann wollen wir mal gucken, dass wir da jetzt schnellstmöglich hinlaufen. Wieso wird das auf der Karte nicht mehr angezeigt? Wollte ich nicht verstehen, ne? Haben. Ich merke, dass die Sucht schon wieder reinkickt. Man muss alles ablaufen und absuchen. Na komm. Klick doch da drauf. Was sind denn das für Dinger? Auf- und Abgehwege oder was? Das haben wir auch noch. Die Fähigkeit habe ich auch noch gar nicht wirklich benutzt, okay. Nice.
Und die Skelettkrieger kriegen auch so gut wie kein Damage, habe ich das Gefühl. Irgendwie sind die doch sehr. Okay. Okay. Nett, wenn Spinnen tut. Hätte mir ein bisschen näher noch ranstellen müssen, ne? Die Fähigkeit ist schon geil. Okay, aber ich glaube, außer Gold ist hier nicht viel zu holen, wa? Dann laufen wir mal weiter. Wir können ja mal Inventar checken, ob wir schon irgendwas Besseres haben. Ich weiß ja nicht, wir sind ja eher so mit den Sicheln am Fighten, ne? Okay, Widerstand gegen alle Schadensarten ist nicht verkehrt. Mehr Rüstung ist nicht verkehrt. Okay, Schadenskälte, Kälteschaden. Okay. War schon ganz cool gemacht mit dem Hoch runterklettern. Bin hooked vor dem Spiel, glaube ich. Auch wenn der Preis, finde ich, ein bisschen happig ist, aber ich habe das Gefühl, dass er es wert sein könnte. Die Frage ist halt nur, was sie hinterher noch so shoptechnisch und so mit einfügen werden, ne? Ich frage mich nur gerade, warum das nicht mehr auf der Karte angezeigt wird. Oder ist das jetzt so auf gut Glück, die zu finden? Kräuter und Ernten, okay. Ah, das ist ja auch irgendwie noch dazu gekommen, ne? Keine Ahnung, was wir damit hinterher machen können, aber. Wo die Sachen angezeigt werden. Oh, blaue Gegenstände nehmen wir immer gerne mit, ne? Teufels Folio, Schaden pro Treffer, Angriff. Nehmen wir mal mit. Ja, ich sag mal so, das Looten kommt auf jeden Fall nicht zu kurz.
Problem ist nur, wir werden gleich wahrscheinlich irgendwann voll sein, ne? Wenn das so weitergeht. Weil erst finden wir rüstungstechnisch fast gar nichts und jetzt ist hier fast überall was drin. Und das sieht doch hier nach einer Hütte aus, oder? Kräuterpilze gar nicht zum Kochen geeignet. Okay. Sehen frisch benutzt aus. Also auch immer, der Köchel riecht furchtbar. Soll also es wahrscheinlich nur einen Hinweis geben, dass wir hier hin müssen oder was? Okay. Wir bekommen anscheinend Besuch. Wenn ihr mein Haus eindringt und meine Sachen durchwühlt. Dann hab wenigstens den Anstand, mit mir zum Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Na dann. Ist doch immerhin eine nette Begrüßung. Eine unglaubliche Geschichte. Ich wünschte, sie wäre es nicht, aber sie ist wahr. Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon, die Tochter des Hasses, die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt, aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Will sie? Das ist die Frage. Sanctuary war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen, ein Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith denkt, er dient keiner Seite, sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich, bin ich verderbt? Nicht sicher, aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Töten. Kaputt hauen. Das Übliche. Die Bindung nutzen, herausfinden, was sie vorhat. Gut, dann stehen wir das gemeinsam durch. Ruht euch noch etwas aus, dann begeben wir uns nach Kiowaschat. Wenn wir Lilith nicht aufhalten, sind wir alle verdammt. Das ist. Da fehlt doch einer. Es sind nur noch vier. Da ist er doch. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter, wa? Auch er verfolgt uns jetzt, okay. Das ist so verführerisch, es geht hier hinten lang. Die Frage ist halt, was ist hier hinten? Endlich mal etwas, wo es sich lohnt, wo eine Truhe ist. Aber das war es dann auch schon anscheinend. Also die Welt ist auf jeden Fall groß, weitläufig. Ja, dadurch, dass man halt jetzt auch Beeren und so looten kann. Oh, da unten gibt's Action.
Aber bisher habe ich nicht so das Gefühl, dass irgendwas mein Skelett etwas anhaben kann, ne? Okay, ich weiß zwar auch, dass in Diablo 2 und so auch irgendwann der Punkt kam, wo die Skelette halt umfallen wie Fliegen. Sollen wir hier nochmal gucken gehen? Gut, dass wir noch mal gucken waren. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass wir gleich irgendwann volllaufen werden. Wobei es halt noch nicht der Fall ist. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil es ist eigentlich recht lächerlich, ne? Aber okay. So, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Was ist denn so richtig schlecht, wonach geht denn das nach Gegenstandsmacht, ne? Und so, das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass die stärker sein wird. So, was haben wir hier noch? Irgendwas Schlechtes bei. Okay, wir müssen dringend irgendwo in der Stadt. Achso, wir müssen schon mit ihm quatschen. Okay, wo ist das Statue? Der Engel Inarius, ihr habt die Kathedrale des Lichtes doch sicherlich schon über ihre heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt ein Engel, wandelt unter uns. Und wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Sie werden die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen, es sei denn, wir können das verhindern. Noch ein Reliktschädel, okay. Hä? Wieso steht denn da? Wieso steht denn da plus 1, wenn er doch 32 Schaden pro Sekunde macht? 19 bis 29 Schaden pro Treffer. Keine Ahnung. Wer Kyoshat betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste, doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren. Junge, ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber der bleibt hier. Wir treffen uns drin. Alles klar, wir müssen das Ritual machen, oder was? Ja,
Was? Dann werfen sie in die Feuerschale, wird das Holz verbrannt. Mit. Okay. Ach so. Oh. Okay, musst du uns was aussuchen. Ah, gut, alles klar. Macht das einen Unterschied? Gut, ihr müsst das Gefühl haben, dass sich eine große Last von den Schultern genommen wurde. Willkommen in Kiowaschat. Okay. Ein bisschen laggy. Also was hat. Ich werde mich. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Noch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. So einfach. Wenn man immer so an Sachen kommt, ne? Dass man einfach sagt, mich hat jemand geschickt, gib mal her. Ah, der alte Mann hat also nicht beschlossen, es zurückzukaufen. Was? Wie ich ihn kenne, hat er kein Geld erwähnt, oder? Müssen wir jetzt viel bezahlen? Wenn er seine Waffe will, müsst ihr bezahlen. Okay. Wie gewonnen, so zerronnen, wa? Oh, 20, das geht ja, ne? Jo, was ist denn das hier? Ich muss erstmal irgendwas loswerden, oder? Ich muss erstmal irgendwas loswerden. Okay. Ein seltsames Amulett. Okay. Ach so, okay, das geht ja nicht da rein, alles klar. Okay, bessere Stiefel. Aber er hat ja nichts für uns, ne? Mal gucken, können wir hier unsere Sachen nicht irgendwie zerlegen lassen? Einmal alles Gewöhnliche und einmal alles Magische. So. Dann geben wir mal seinen Gegenstand und gucken mal, was passiert. Er hat mir auch dieses Amulett gegeben. Das Mal des Horadrim, ein uralter Orden von Gelehrten und Magiern, der schwor, Sanctuario vor Dämonen zu beschützen. Heutzutage sind wir nur wenige. Es gibt einen anderen Horadrim, Donan. Sein Wissen über Dämonen wird nun von seiner Überheblichkeit übertroffen. Klingt, als könnte er uns helfen. Ihr solltet ihn in Skosglen aufsuchen. Aber vergesst nicht die Kathedrale. Sie erwarten euch und könnt nützliche Verbündete sein. Ihr kommt nicht mit. Ich werde die Trockensteppe besuchen, um herauszufinden, wer dieser fahle Mann ist. Kommt mit, wenn ihr könnt, aber seid vorsichtig. Eure Verbindung zu Lilith, eure Vision, ihr seid der Schlüssel, um sie zu finden und ihre Pläne zu durchkreuzen. Manchmal sind unsere Wege vorbestimmt, sich zu kreuzen. Wir wissen es nur nicht. Ob es Zufall war oder das Schicksal, wir können nichts dagegen tun.
Der im Sturm verlorene Wanderer, genährt von Liliths Blut, errettet von einem einsamen Mönch. Verschiedene Leben und Ereignisse fielen zusammen. Wodurch? Schicksal? Oder zog eine höhere Macht die Fäden? Ich wusste es nicht. Doch damals glaubte ich, ich könnte die Menschheit vor der Tochter des Hasses schützen. Die Verbindung zwischen dem Wanderer und ihr gab mir Hoffnung. Man stelle sich das vor. So, jetzt müssten wir sozusagen den Prolog abgeschlossen haben. Ah, ich sehe andere Menschen. Aber irgendwie performance-technisch, ne? Genau, Vorverkauf. Bis Stufe 25 können wir spielen. Und ich glaube, irgendwie das erste Gebiet, ne? Spielen. Nun gut, dann würde ich sagen, den Prolog haben wir soweit durch. Haben wir noch irgendwelche Charakterfertigkeiten? Ein Punkt, da haben wir nichts zu vergeben. Das heißt, oh, wir haben noch neue Stiefel bekommen. Geil. Gut, dass wir die gerade nicht gekauft haben. Ja, da steht es auch nochmal, schließt den Prolog ab. Oh, schon nicht verkehrt. Können wir das hier nochmal eben verwerten. Ja. Das ist aber echt sehr hakelig, ne? Also ich glaube, die müssen auf jeden Fall performance-technisch noch ein bisschen was machen. Ach ja, genau. Ja. Den Rest muss man, glaube ich, als Ramsch. Aber kann ich irgendwo sehen? Nichts zum Reparieren, okay. Kann ich irgendwo noch sehen, was ich noch so weiterhin im Inventar habe, weil ich habe ja irgendwie auch. Noch die ganzen Kräuter und so, ne? So TA-Materialien und Werte, alles klar. Eisenbrocken, Silbererz, Rohleder, es gibt ja echt eine ganze Menge, wa? Okay, haben wir das auch schon mal gesehen? Rohlisse. Roter Staub. Stufe Stärke, Waffenschaden. Ja, wie gesagt, das war erstmal der Prolog mit dem Totenbeschwörer. Wie gesagt, ich schau mal, wie weit die anderen sind, ob wir vielleicht schon in der Gruppe weitermachen können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wird auf jeden Fall noch ein paar geben. Gucken, wie viel ich schaffe, am Wochenende aufzunehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr hyped und sehr geil auf das Spiel. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich wünsche euch erstmal einen schönen Tag. Ciao, ciao.